Mein Name ist Ulrike Zobal und das ist Zeichensetzung. Ich begrüße Sie zur Folge 5 der Reihe über Geschichte und Fiktion. Und heute soll es um den großen Theologen, Philosophen Petrus Abaelardus gehen, der in der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts gelebt hat und eine kleine Autobiografie verfasst hat, eine sogenannte Leidensgeschichte, eine Historia Calamitatum Mearum, eine Leidensgeschichte. Das ist ein sehr interessantes Werk und das möchte ich Ihnen heute vorstellen. Bevor wir uns dem Werk selbst zuwenden, erzähle ich Ihnen etwas über das Leben von Abelard. Abaelardus ist einer der wichtigsten Theologen, Philosophen des Mittelalters. Er hat gelebt von 1079 bis 1142 und hat Wesentliches beigetragen zur Diskussion der Scientific Community im Abendland in ihrer Zeit. Geschrieben ist die Leidensgeschichte 1132, 10 Jahre vor seinem Tod. Gewählt hat er eine Briefform. Geschrieben ist nämlich diese Leidensgeschichte an einen Freund, an einen unbekannten Mönch im Kloster Saint-Gildas de Rhuys in der Bretagne, wo Abélard eine Weile seines Lebens gelebt hat. Natürlich ist seine Autobiografie, das kann gar nicht anders sein, beeinflusst von den Confessiones eines Augustinus. Sie nimmt aber vollkommen andere Formen an als diese Beichte des spätantiken Autors. Abélard war 54, als er das Werk geschrieben hat. Und hat im Laufe seines Lebens viele Verfolgungen erlitten. Er wurde von Kollegen, von Neidern, von Dummköpfen, von Übelgesinnten verfolgt. Man hasste seine Intellektualität. Und ein wenig beschreibt er sich selber als so ein, ja, menschlicher Christus, der eben verfolgt wurde um der Wahrheit willen von seinen Zeitgenossen. Berühmt ist die Leidensgeschichte auch durch die Schilderung seiner Liebe zu einer Frau. 1117, 18 lernt er in Paris eine junge Frau kennen, Heloise. Eine heftige Liebesgeschichte entfaltet sich zwischen den beiden, die übel endet. Und das schildert er doch ausführlich in dieser Leidensgeschichte. Meist wird dieses autobiografische Werk auch gelesen, zusammen mit den Briefen, die zwischen Abélard und Héloïse hin und her gegangen sind. Briefe, denen man, die wohl authentisch sind, aber wahrscheinlich doch einen halb fiktiven Zug haben. Also, was kann man zur Biografie von Abélard Wichtiges sagen? Geboren 1079 bei Nantes, gestorben 1142 im Kloster Saint-Marcel bei Châlons im Burgundischen. Der Sohn eines Ritters, der statt die kriegerische Laufbahn einzuschlagen, Philosoph wird, Theologe wird, Logiker wird. Und er nimmt nun teil an den kritischen Diskussionen seiner Zeit. Damals gab es zwei wichtige philosophische Positionen, auf die ich gleich noch zu sprechen komme. Die Position der Realisten im Unterschied zu der Position der Nominalisten. Da geht es um ein sprachphilosophisches Problem. Studiert hat er bei beiden und sehr früh schon stellt er fest, dass er intellektuell seinen Lehrern nicht nur gewachsen ist, sondern sie sogar überflügelt.
Und diese intellektuelle Überlegenheit macht er deutlich, was dazu führt, dass er sich sehr viele Feinde macht. Er macht seine Lehrer lächerlich, sodass man sagen kann, der größte Feind, der Abelard entstanden ist, war er selbst. Er ist ein doch ziemlich arroganter Typ gewesen, schildert er auch selbst so. Und in seiner intellektuellen Überheblichkeit ging er auch quasi über die Leichen seiner Lehrer. Das macht ihm nicht gerade viele Freunde. Und die Gegner werden ihm sein ganzes Leben lang sein Leben schwer machen. Das schildert er ziemlich ausführlich in seiner Autobiografie. Also, vom Leben her so. Abelard reist in den Gebieten durch, die man heute zu dem Norden Frankreichs zählen würde. Und schließlich kommt er tatsächlich nach Frankreich. Frankreich war damals das Gebiet des französischen Königs, also nach Paris. Und er geht dort wieder zu Lehrern, um Neues und Besseres zu lernen. Damals gab es noch keine Universität, sondern unterrichtet wurde an Domschulen, Kathedralschulen, in Klöstern. Und so wandert Abelard sozusagen auch in Paris von einer Schule zur anderen. Er übertrifft seine Lehrer, macht sich Feinde und wird aber so verehrt von den jungen Männern, die damals Paris bevölkerten und zu Lehrern in die Lehre gehen wollten, dass er berühmt wird. Und in diese Berühmtheit macht ihn überheblich. Er glaubt sich, er hält sich für unantastbar. Nun hat er auch schon ein gewisses Alter erreicht, nämlich über 40, und er entdeckt die Sinnlichkeit. Er lernt eine junge Frau kennen, Eloise, die ist damals 17 Jahre alt. Er beginnt mit ihr ein Liebesverhältnis, sie wird schwanger, er heiratet sie heimlich und die beiden wollen die Heirat geheim halten, weil ein Ehestand für eine wissenschaftliche Karriere als Theologe, Wissenschaftler in der Zeit unmöglich gewesen ist. Der Onkel dieser jungen Frau, dieser Eloise, ärgert sich darüber, dass die Heirat heimlich bleiben soll, will sie publik machen. Beide, sowohl Abelard als auch Eloise, wehren sich dagegen. Schließlich greift der Onkel zu einem wirklich gewalttätigen Mittel. Er lässt Abelard kastrieren. Und das ist nun ein gewaltiger Einschnitt, auch nicht nur in das persönliche Leben von Abelard, sondern auch in sein Wissen, in seine wissenschaftliche Vita. Denn einem Kastraten ist es unmöglich, in der katholischen Kirche eine öffentliche Stellung zu erwerben. Schon Deuteronomium 23,2 heißt es, zur Gemeinde des Herrn darf keiner kommen, der verstümmelte Hoden oder Geschlechtsteile hat. Also praktisch ein öffentliches Amt, in welcher Form auch immer, ist ihm unmöglich. Und so beschließen beide, sowohl er als auch seine geliebte Abelard, Eloise ins Kloster einzutreten. Kaum ist Abelard im Kloster, fängt er weiter an zu forschen, dass die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit den Themen seiner Zeit, die hat ihn weiter beflügelt. Und schon bald kommen auch wieder Schüler, die ihm nachreisen. Es beginnt ein Leidensweg, der ihn von einer Schule zur anderen führt. Eine Zeit lang wird er Abt in einem Kloster in der Bretagne. Dort muss er fliehen, weil er seine Reformversuche viel zu streng sind. Schließlich gründet er selbst eine Einsiedelei, die er dem Heiligen Geist, dem Tröster widmet,
Paraklet. Und in späterer Zeit wird Heloise, die Äbtissin geworden ist, dieses Kloster Paraklet übernehmen und dort bis an ihr Lebensende Äbtissin bleiben. Seine Lehrtätigkeit führt ihn auch zurück nach Paris. Er veröffentlicht auf Lateinisch Werke, die angegriffen werden. Und in zwei großen Synodenkonzilen wird Abélard verurteilt werden. Die erste Verurteilung, das passiert 1121 auf dem Konzil von Soissons, das schildert er noch in seiner Autobiografie. Die zweite große, wesentliche Verurteilung geschieht dann 1141 auf dem Konzil von Sens, also 9 Jahre nach Fertigstellung der Autobiografie. Und da ist ihm ein gewaltiger Gegner erwachsen, Bernhard von Clairvaux. Bernhard von Clairvaux ist einer seiner Hauptgegner geworden, weil Bernhard von Clairvaux nun sich mit Haut und Haaren gegen alles sträubt, was Abélard wichtig ist. Abélard versucht, mit Logik an heilige Texte heranzugehen, wissenschaftlich, logisch, einen wissenschaftlich logischen Diskurs zu führen, mit Pro und Contra, mit einem Argument dafür, einem Argument dagegen. Und diese Intellektualisierung des christlichen Glaubens, die stört Bernhard von Clairvaux gewaltig. Bernhard von Clairvaux ist eher ein Mystiker gewesen, jemand, der auf Mitgerissenheit gesetzt hat, auf Glaubenswahrheiten. Und der, ein sehr charismatischer Typ, der Leute allein durch Charisma überzeugen konnte, ins Kloster einzutreten. Bernhard von Clairvaux ist ja Cluniazenser gewesen und damit verantwortlich auch für die erste Form von asketischer Ausrichtung in der Klösterwelt nach den Benediktinern. Bernhard von Clairvaux setzt alles daran, dass die Lehren Abélards verurteilt werden. Das schafft er auf dem Konzil von Sens 1141, unter anderem auf die Art und Weise, dass er nämlich eine Verurteilung Abélardus erreicht, noch bevor dieser überhaupt seine Argumente vortragen konnte. Am Abend, bevor Abélard in Sens eintrifft, redet Bernhard mit den anwesenden Bischöfen und Kardinälen. Und es heißt auch, er habe sie betrunken gemacht und kann sie noch, bevor Abélard überhaupt seinen Fall erörtern durfte, dazu bringen, dass seine Lehren verurteilt werden. Als Abélard kommt, ist er verurteilt. Er versucht sofort, an den Papst zu appellieren. Aber auch das kann Bernhard hintertreiben. Schließlich wird Abélard zu Klosterhaft und Schweigen verurteilt. Seine Werke werden in Rom verbrannt werden. Und nur die Freundschaft des Benediktinerabtes von Cluny, Petrus Venerabilis, rettet ihm sein Leben, wenn man so will, in den letzten Monaten bis 1142. Petrus Venerabilis schafft eine Aussöhnung zwischen Abélard und Bernhard. Und so kann Abélard in Frieden, in Einsamkeit, in Ruhe seine letzten Monate in Chalon-sur-Saône verbringen, im Burgundischen. Er stirbt dort. Heloise, die jetzt ja Äbtissin des Paraklet-Klosters geworden ist, schafft es, dass der Leichnam ihres Geliebten in ihr Kloster kommt, und dort liegen dann beide, nachdem sie gestorben ist, liegen dann beide nebeneinander bis zur Französischen Revolution, wo die französischen Revolutionäre dieses Liebespaar, dieses Paar, intellektuellen Paar, wiederentdeckt und sie umbettet nach Paris, sodass beide heute seit 1817 auf dem Friedhof Père Lachaise ruhen.
Und jeder, der sich für Philosophiegeschichte des Abendlandes interessiert, sollte, wie ich finde, einmal auf diesen Père Lachaise Friedhof gehen und an das Grab der beiden treten. So, jetzt gehen wir an den Text heran. Ich lese Ihnen jetzt Abschnitte aus diesem Text der Autobiografie vor und werde Sie auch kurz einführen müssen, damit Sie begreifen, was er da eigentlich alles erzählt. Wie gesagt, es ist eine Autobiografie in Briefform und die beginnt mit folgenden Worten. Gewöhnlich sind es nicht Worte, sondern handgreifliche Vorbilder, die das menschliche Herz am meisten erregen oder aber zur Ruhe bringen. Darum habe ich mich entschlossen, dir zum Trost die Geschichte meiner Leiden niederzuschreiben. Nachdem ich schon durch mündlichen Zuspruch dich aufzurichten versucht habe, als du das letzte Mal bei mir weiltest, erkenne aus diesen Zeilen, dass das, was du Leiden nennst, im Vergleich mit dem meinigen überhaupt keine sind oder doch nur geringfügige Heimsuchungen, und lerne sie geduldig tragen. Ich bin geboren in der Stadt Palais an der Grenze der Bretagne, ungefähr 8 Stunden östlich von Nantes gelegen. Ein lebhaftes Temperament und ein leicht empfänglicher Sinn für die Wissenschaft war das Erbe meines heimatlichen Bodens oder des Blutes, das in meinen Adern rollte. Mein Vater hatte sich etwas mit Wissenschaft befasst, ehe er den ritterlichen Waffenschmuck angelegt hatte, und später war er so sehr für das Studium eingenommen, dass er darauf sah, alle seine Söhne zuerst wissenschaftlich auszubilden, ehe sie sich im Waffenhandwerk übten. Und so geschah es auch. Ich war der Erstgeborene, und je mehr er mich als solchen ins Herz geschlossen hatte, desto mehr war er bei mir auf einen sorgfältigen Unterricht bedacht. Die Fortschritte, die ich in den Wissenschaften mit so leichter Mühe machte, spornten meinen Eifer nur an, und schließlich war meine Neigung zu ihnen so stark geworden, dass ich allen kriegerischen Glanz samt meinem Erbe und den Vorrechten meiner Erstgeburt drangab und die Jüngerschaft des Mars verlassend mich ganz in den Dienst Minervas stellte. Und da ich allen Systemen der Philosophie die Rüstkammer der Dialektik vorzog, legte ich meine bisherige Waffenrüstung ab und erkor mir statt der Kriegstrophäen die Kämpfe des Geistes. Ich wurde eine Art Peripatetiker, indem ich disputierend die Gegenden durchwanderte, von denen es hieß, dass dort die Kunst der Dialektik besonders ausgebildet sei. Also, Abelard fängt an zu wandern, er wird ein Peripatetiker hin und her. Und um zu studieren, muss er als erstes die lateinischen Texte, er muss Latein lesen und verstehen können. Und das kann er nur lernen, wenn er lateinische Texte in der Schule lernt. Und so bestand jedes Studium eines Intellektuellen im Mittelalter erstmal aus einem Grundstudium, das wesentlich die Kenntnisse der lateinischen Sprache vermittelte. Die Kenntnisse der lateinischen Sprache waren 3 gegliedert. Einmal in das Fach Grammatik, das Fach Rhetorik und zum dritten das Fach Dialektik. Das nennt man das Trivium im Unterschied zum Quadrivium, denn gleichzeitig lernte man auch noch Kenntnisse in Fächern, die es mit Mathematik zu tun hatten, nämlich dem Fach Astronomie, dem Fach Arithmetik, dem Fach Geometrie und dem Fach Musik, denn Musik war ja seit der klassisch-griechischen Antike ein Fach geworden, das mit Mathematik zu tun hatte. Intervalle, Quint und Quart, das waren mathematische Auffassungen von Musik. Also, er wandert nun
von Ort zu Ort und lernt eben erstmal Grammatik, dann Rhetorik und dann will er eben vor allem Dialektik lernen. Und das Fach Dialektik war nun sozusagen die kritische Erörterung der Texte, wo es um die Inhalte ging, also um die Auseinandersetzung mit den Inhalten dieser lateinischen Texte. Das ist das, was dann in das Fach Philosophie der säkularisierten Universitäten eingegangen ist. Schließlich kommt Abélard nach Frankreich, nach Paris und hört dann bei Wilhelm von Champeau. Das wird sein Lehrer, das ist ein berühmter Mann gewesen, bei dem er nun das Fach Dialektik hören wollte. Und er stellt sehr, sehr schnell fest, dass er seinen Lehrer intellektuell überflügeln kann. Er greift ihn mit Gegengründen an und ist, wie er selber schreibt, einige Male sichtlich überlegen. Zitat: Auch die bedeutendsten meiner Mitschüler gerieten darüber höchlich in Entrüstung, umso mehr ich der Jüngste war und vor allem die kürzeste Studienzeit hinter mir hatte. Und so begann die lange Kette meiner Leiden, die noch immer ihr Ende nicht erreicht haben. Und je weiter mein Ruf sich verbreitete, desto heftiger entbrannte der Neid meiner Widersacher. Und nun schildert er im Folgenden den Streit, um den es ging, als er sich mit Wilhelm von Champeau auseinandersetzt. Also der hatte ja einen Ruf als Meister der Dialektik und vertrat nun eine Haltung im Philosophenstreit, der ein sprachphilosophischer Streit war, den man realistisch nennt. Worum geht es dabei? Es geht um lateinische Begriffe, die man Universalien nennt, nämlich Allgemeinbegriffe. Wie real sind Allgemeinbegriffe? Wie zum Beispiel Allgemeinbegriff ist Mensch oder Tier. Gibt es sozusagen, wenn in den lateinischen Texten von dem Menschen oder dem Tier oder der Pflanze oder der Blume die Rede ist, sind diese Universalien real in ihrem Sein oder sind sie nur Begriffe, die der Mensch erfunden hat, um Gemeinsamkeiten von einzelnen Dingen zu beschreiben? Das war jetzt eben die große Auseinandersetzung, denn das nennt man den ersten Universalienstreit. Die Frage ist: Ist ein Begriff wie Mensch etwas Reales? Oder ist sie nur ein Wort, ein Nomen? Diese Ansicht vertraten die Nominalisten. Die Nominalisten, die Abélard auch hörte, waren der Ansicht, ein Allgemeinbegriff war nur ein sprachlicher Ausdruck, ein Namen. Real waren allein die Einzeldinge in der Erscheinungswelt. Das ergab einen ganz erbitterten Streit zwischen beiden Gruppierungen. Die Frage ist nämlich eigentlich, die dahinter steht: Was ist real? Was ist wichtig? Das, was du siehst, die Erscheinungswelt oder die verborgene, transzendente Welt der Ideen Gottes, also die Metaphysik, die transzendente Welt eines Gottes, die man ja weder sehen, hören, fühlen, noch riechen, noch tasten kann. Unser Gott ist ein transzendenter, metaphysischer Gott. Und letztlich ging es in diesem Sprachenstreit auch um die Vorstellung von metaphysischen Seins,
Seinsweisen und physischen Seinsweisen. Und Wilhelm von Champeau vertrat nun ursprünglich die Idee, dass alle menschlichen Individuen ein gemeinsames Wesen hätten, nämlich das Wesen Mensch. Alle Menschen auf dieser Welt hätten als wesentliche Eigenschaft Seinsweise, die Seinsweise Mensch zu sein. Und nun fing Abelard an, das kritisch zu erörtern. Nehmen wir die Universalie Lebewesen. Man muss ja sagen, jeder Mensch, alle Individuen sind Lebewesen. Wir müssen aber auch sagen, alle Tiere sind Lebewesen, weil ja auch Tiere lebendig sind. Daraufhin argumentierte Abelard so, wenn Menschen und Tiere beide Lebewesen sind, also ein Wesen hätten, dann wäre die logische Schlussfolgerung die, dass so Mensch und Tier sowohl die Eigenschaft Vernünftigkeit wie Vernunftlosigkeit zukomme. Denn Tiere sind ja vernunftlos, Menschen sind vernünftig, also hätten Menschen eine, und auch Tiere ihrem Wesen nach widersprüchliche Eigenschaften. Und das war ein Argument, das Wilhelm von Champeau nun zusetzte. Daraufhin musste er eine Korrektur seiner Lehren unternehmen und sagte von nun an durch die Auseinandersetzung mit Abelard, dass allgemein Begriffe, Universalien, nicht mehr etwas beschreiben, was man das gemeinsame, unteilbare Wesen der Erscheinungsformen nennen kann, sondern dass eine Universalie das Fehlen einer Verschiedenheit bedeutet. Also eine Wesenheit von Erscheinungsformen von Individuen kann nur darin bestehen, dass sie für alle diese Erscheinungsformen ununterschieden zutreffen. Indifferenter. Und genau das beschreibt Abelard nun in der Autobiografie. Das lese ich Ihnen vor. Also, er kommt nach Paris, lernt bei Wilhelm von Champeau, der auch damals Bischof von Chalons geworden ist, aber weiterhin öffentliche Vorlesungen hält. Und ich lese Ihnen den Text. Damals kehrte ich zu ihm zurück, um rhetorisch bei ihm zu hören. Abgesehen von mancherlei sonstigen wissenschaftlichen Kämpfen, in denen wir uns gegeneinander versuchten, brachte ich ihn durch unumstößliche Beweisgründe dahin, dass er seine von jeher vorgetragene Lehre von den Universalien abänderte, ja gänzlich aufgab. Seine Lehre von der Gemeinsamkeit der Universalien bestand darin, dass er behauptete, ein und dieselbe Wesensbeschaffenheit liege allen Einzeldingen zugrunde, so dass diesen nach seiner Meinung keine eigentliche Wesensverschiedenheit zukomme, sondern nur eine Mannigfaltigkeit, die von der Menge der hinzutretenden Akzidenzien herrühre. Also, ich sage es nochmal in meinen Worten, alle menschlichen Individuen, die man sieht, haben eine Gemeinsamkeit, eine Wesensgemeinsamkeit nur in ihren Erscheinungsformen, in ihren zufälligen Erscheinungsformen. Der eine ist dick, dünn, Mann, Frau, das nennt man Akzidenzien, unterscheiden sich. Nun kommt Abelard und widerlegt ihn. Ich habe Ihnen das Argument schon genannt.
Nun änderte er seine Lehre insofern, dass er nicht mehr die Identität der Wesensbeschaffenheit behauptete, sondern nur ihre Indifferenz. Also das Wesen von unterschiedlichen Einzeldingen besteht darin, dass sie in ihrem Wesen indifferent sind. Und das war nun eine Lehre, die schon in der damaligen Zeit Kritik ausgesetzt war. Seine Brillanz, die Brillanz von Abélard wird immer berühmter und sein Ansehen wächst immer mehr. Ich lese, ist Ihnen, unter diesen Umständen wuchs das Ansehen meiner eigenen Schule nur immer mehr. Die eifrigsten Anhänger Wilhelms, die meine Lehrer früher am heftigsten bekämpft hatten, kamen nunmehr zu mir. Ja, der Nachfolger Wilhelms an der Schule zu Paris bot mir seinen Lehrstuhl an, um sich mit den anderen zu meinen Füßen zu setzen, da wo einst unser gemeinsamer Lehrer geglänzt hatte. Und so war ich denn dort nach kurzer Zeit unbeschränkter Herrschaft im Gebiet der Dialektik und als solcher ein Gegenstand unsäglichen Neides und Schmerzes für meinen früheren Lehrer. Und jetzt greifen diese angegriffenen Lehrer zu unlauteren Mitteln und versuchen, Abélard mit allen Mitteln auszunoggen. Ein weiterer Gegner Abélards wird ein anderer Lehrer werden, das ist Anselm von Laon. Also, Abélards Überheblichkeit, intellektuelle Überheblichkeit, davon muss man sprechen, wenn man von der Vorstellung der damaligen Zeit ausgeht, führt dazu, dass Abélard sich jetzt nicht mehr nur auf säkulare lateinische Texte beschränkt, sondern dilettiert in einem Fach, was er nun gar nicht studiert hat, nämlich in dem Fach Theologie, in dem Fach Bibel. Also an jeder Intellektuelle lernte eben zuerst mal die sogenannten sieben Artes Liberales. Das war das Trivium und das Quadrivium, was ich Ihnen gerade geschildert habe. Und erst danach begann er sozusagen ein Hauptstudium im Fach Theologie und später kommen da die Fächer Jura und auch Medizin dazu. Jemand, der im Grundstudium stand, durfte noch keine Aussagen machen über theologische Fragen, also über die Bibel. Und das kümmert Abélard nicht. Abélard widmet sich nun Texten, die Bibeltexte sind. Und er geht nun gegen Lehrer vor und widerlegt diese ausgebildeten Theologen durch seine intellektuellen Fähigkeiten. Er legt Bibeltexte aus, da ist sein großer Gegner Anselm von Laon. Anselm von Laon macht den Fehler, dass er Abélard sozusagen herausfordert, intellektuell und in diesem Kampf der Verlierer ist. Die Folge davon war, dass der alte Anselm von gewaltiger Eifersucht befallen wurde und da er schon vorher infolge missgünstiger Einflüsterungen nicht gut auf mich zu sprechen war, verfolgte er mich nun wegen meiner theologischen Vorstellung gerade so, wie es einst Wilhelm wegen der philosophischen getan hatte. Abélards Schüleranzahl wächst, Abélards Anerkennung, sein Ruhm wächst in Paris. Abélard wird immer übermütiger und dieser Übermut führt ihn dazu, dass er leichtfertig wird. Die Begeisterung für meine Vorlesungen in beiden Fächern vermehrte die Zahl meiner Schüler ganz erheblich. Allein das Glück hat von jeher die Toren aufgebläht. Die Sicherheit dieser Welt schwächt die Kräfte der Seele und der Geist erliegt dann nur allzu leicht den Lockungen des Fleisches. So ging es auch mir. Schon hielt ich mich für den einzigen Philosophen in der Welt,
der von keiner Seite mehr einen Angriff zu fürchten brauche, und ich, der bis jetzt die strengste Enthaltsamkeit geübt hatte, begann nun meinen Leidenschaften die Zügel schießen zu lassen. Als Wissenschaftler, als Theologe, als Philosoph sollte er keusch leben. Jetzt lässt er das hinter sich und beginnt eine Liebesgeschichte mit einer Frau. Es lebte in Paris eine Jungfrau namens Heloise, die Nichte eines Kanonikus Fulbert, der ihr zuliebe alles tat, um an ihrer wissenschaftlichen Ausbildung nichts zu verabsäumen. Gehörte sie schon ihrem Äußeren nach nicht zu den Letzten, so war sie durch den Reichtum ihres Wissens weitaus die Erste. Denn je seltener man den Vorzug wissenschaftlicher Bildung bei Frauen findet, desto mehr Reiz verlieh sie diesem Mädchen, das sich dadurch bereits im ganzen Lande einen Namen gemacht hatte. Sie, die ich mit allem geschmückt sah, was Liebe zu wecken pflegt, gedachte ich nun durch Bande der Liebe an mich zu fesseln und zweifelte keinen Augenblick an meinem Erfolg. Mein Name war damals hochgefeiert und ich stand in der Blüte männlicher Jugendschöne, so dass ich keine Zurückweisung fürchten zu müssen glaubte, wenn ich eine Frau meiner Liebe würdigte, mochte sie sein, wer sie wollte. Von Heloise aber glaubte ich, dass sie sich mir umso leichter ergeben würde, als sie wissenschaftliche Bildung besaß und eine Vorliebe für die Wissenschaften hatte. Ich sagte mir, dass sie infolgedessen selbst in die Ferne schriftlich miteinander verkehren konnten und dass man dabei der Feder manches kühne Wort vertrauen könne, das die Lippe nicht gewagt hätte und dass uns so alle Zeit Gelegenheit zum süßesten Gedankenaustausch geboten sei. Von glühender Liebe zu diesem Mädchen erfüllt, suchte ich nach einer Gelegenheit, um sie durch täglichen Verkehr in ihrem Hause näher kennenzulernen und sie meinen Wünschen gefügig zu machen. Ihres Oheims eigene Freunde waren mir dabei behilflich. Ich kam mit ihm überein, dass er mich um eine beliebige Entschädigung in sein Haus aufnehmen sollte, das ganz in der Nähe meiner Schule lag. Ich gebrauchte dabei den Vorwand, dass mir bei meinem gelehrten Beruf die Sorge für meine leibliche Notdurft hinderlich sei und mir auch zu teuer zu stehen komme. Nun war Fulbert, ein großer Geizhals, dabei aber doch darauf bedacht, dass seine Nichte in ihrer gelehrten Bildung möglichst große Fortschritte mache. Beides zusammen verschaffte mir ohne Schwierigkeiten die Einwilligung zu dem, was ich wollte. Einerseits war der Alte auf das Geld aus, andererseits versprach er sich von meinem Unterricht einen Vorteil für das Mädchen. Ja, er kam selber meinen Wünschen über alles Erwarten entgegen und leistete unbewusst meiner Liebe Vorschub. Er überließ mir Heloise ganz und gar zur Erziehung und bat mich obendrein dringend, ich möchte doch ja alle freie Zeit, sei es bei Tag oder bei Nacht, auf ihren Unterricht verwenden. Ja, wenn sie sich träge und unaufmerksam zeige, solle ich sie rücksichtslos bestrafen. Ich musste nur staunen über eine solch grenzenlose Einfalt, die das unschuldige Lamm dem hungrigen Wolf anvertraute. Er gab sie mir also nicht bloß in die Lehre, sondern übertrug mir auch das Recht der Züchtigung. War damit meinen Wünschen nicht Tür und Tor geöffnet, machte er es mir auf diese Weise doch möglich, ohne dass ich es wollte, mit Drohen und Schlagen zum Ziele zu gelangen, wenn die Worte der Verführung nichts nutzten. Aber ein Zweifaches hielt jeden Verdacht fern von ihm, die Liebe zu seiner Nichte und die allgemein bekannte Unbescholtenheit meines bisherigen Lebens. Was soll ich weiter viel sagen? Zuerst ein Haus, dann ein Herz und eine Seele. Unter dem Deckmantel der Wissenschaft gaben wir uns ganz der Liebe hin und unsere Beschäftigung bot uns von selbst die Gelegenheit des Alleinseins, wie Liebende sie wünschen. Da war denn freilich über dem offenen Buche mehr von Liebe die Rede als von Wissenschaft. Da gab es mehr Küsse als weise Sprüche. Nur allzu oft verirrte sich die Hand von den Büchern weg zu ihrem Busen, und eifriger als in den Schriften lasen wir eins in des anderen Augen. Ja,
Um jeden Verdacht unmöglich zu machen, ging ich einige Male so weit, dass ich sie züchtigte. Aber es war Liebe, die schlug nicht Grimm, Neigung, nicht Zorn. Und diese Züchtigungen waren süßer als aller Balsam der Welt. Kurz, die ganze Stufenleiter der Liebe machte unsere Leidenschaft durch, und wo die Liebe eine neue Entzückung erfand, da haben wir sie genossen. Der Reiz der Neuheit, den diese Freuden für uns hatten, erhöhte nur die Ausdauer unseres Glücks, unserer Glut und unserer Unersättlichkeit. Je mehr ich ein Sklave der Lust geworden war, desto weniger hatte ich mir übrig für Wissenschaft und Schule. Abelard vernachlässigt nun die Lehre, vernachlässigt seine Studenten, schreibt Liebeslieder, er unterrichtet Louise in vielen Dingen und sie wird schwanger. Sie gebiert einen Sohn, den sie Astrolabius nennen, der sofort weggegeben wird, weil ja niemand wissen darf, dass sie unehelich einen Sohn geboren hat. Und schließlich entscheidet sich Abelard zu heiraten, die freilich heimlich bleiben soll. Denn, wie gesagt, ein verheirateter Mann hatte keine Möglichkeit mehr in der Wissenschaft der Zeit, an den Universitäten, als Theologe noch eine Beschäftigung zu finden. Gerade Eloise nach seiner Schreibweise spricht sich dafür aus, eigentlich nicht zu heiraten. Sie warnt ihn vor dem Eheleben, sie spricht heftig dagegen, so schildert er das ausführlich in seiner Autobiografie, mit vielen, vielen Argumenten. Schließlich heiratet er sie doch, aber die Heirat soll heimlich bleiben, damit er nach außen hin weiter als Wissenschaftler auftreten kann. Die beiden separieren sich und sehen sich nur noch selten heimlich. Das ärgert, wie gesagt, den Oheim so sehr, der ja nun eben auch sozusagen den Ruf seiner Nichte in Gefahr sieht. Und er will die Heirat öffentlich machen. Die beiden weigern sich, schließlich greift er zu einem ganz schrecklichen Mittel. Er rächt sich, indem er Abelard kastrieren lässt. Da schildere ich Ihnen jetzt, wie er das dann erlebt am Tag nach der Kastration. Als es Tag wurde, strömte die ganze Stadt vor meiner Wohnung zusammen. Und es ist schwer, ja geradezu unmöglich, die Äußerungen des Entsetzens, des Jammers, des Geschreis, der Klagen zu beschreiben, die nun laut wurden. Hauptsächlich die Kleriker und ganz besonders meine Schüler vermehrten meine Qual durch ihre unerträglichen Lamentationen. Ihr Mitleid war mir schmerzlicher als meine Wunde selber. Das Gefühl meiner Schmach war lebendiger in mir als der körperliche Schmerz. Ich dachte mehr an die Schande als an die Verletzung. Der hohe Ruhm, dessen ich mich eben noch erfreut hatte, wie schwer war er in einem Augenblick geschädigt worden. Ja, vielleicht war er für immer dahin. Wie gerecht war Gottes Strafe, die mich an dem Teil meines Körpers schlug, mit dem ich gesündigt hatte. Wie recht hatte der, den ich zuerst verraten hatte, wenn er mir nun Gleiches mit Gleichem vergalt. Ja, er ist kastriert und schon auch Deuteronomium habe ich zitiert, eben Kapitel 23. Es soll kein Zerstoßener noch Verschnittener in die Gemeinde des Herrn kommen. Jetzt bleibt den beiden nichts anderes als Rückzug aus der Öffentlichkeit, Klosteraufenthalt. Eloise wird Nonne. Er geht auch ins Kloster, aber nimmt dort seine theologischen Vorlesungen wieder auf und er weist auch in den weltlichen Wissenschaften. Er bleibt intellektueller Lehrer.
Und seine Gegner haben es nun relativ leicht, auch gegen ihn vorzugehen, denn einerseits kritisieren sie, dass er als Mönch weiterhin als Lehrer tätig ist, also damit in der Öffentlichkeit agiert. Ein Mönch lebt ja in der Abgeschlossenheit. Und zum Zweiten, dass er Theologie unterrichtet, ohne ein Theologiestudium hinter sich gebracht zu haben. Und seine wissenschaftliche Erörterung der Schriften, der lateinischen Schriften, der Bibel, basiert immer mehr auf menschlichen Vernunftgründen, auf Logik. Ich befasste mich nun zuerst damit, das Fundament unseres Glaubens selbst durch menschliche Vernunftgründe fasslich zu machen. Ich glaube, weil ich verstehe und nicht ich verstehe, weil ich glaube. Credo ut intellegam oder intellego ut credam. Das ist der große Übergang vom 11. Jahrhundert ins 12. Jahrhundert. Die Vernunft, die Kritik der Logos spielt eine Rolle in Glaubensangelegenheiten. Und im weiteren Verlauf seines Lebens, Abélard schildert das ja nur, schildert nur noch einige Stationen, eben bis 10 Jahre vor seinem Tod, schildert er nun, wie er weiterhin verfolgt wird aufgrund seiner Lehrtätigkeit, die wirklich bedeutsam gewesen ist, wie er auf dem Konzil von Soissons 1121 verurteilt wird. Und seine wissenschaftlichen Werke sind wichtig geworden für die Philosophiegeschichte. Das will ich Ihnen wenigstens noch kurz vortragen. Im weiteren Verlauf seines Lebens, also nachdem er kastriert, ein erzwungen zölibatäres Leben führen muss, widmet er sich nun einer neuen Methodenkritik, einer neuen Textkritik. Und ein wichtiges Werk ist das Werk Sic et Non geworden. In diesem Werk stellt er nun Aussagen von Kirchenvätern, von heiligen Texten, die sich widersprechen gegeneinander. Einmal sagt der eine Sic, ja, und der andere sagt zum gleichen Thema, zum selben Thema, nein. Sic et non. Und das, was mich so für Abélard einnimmt, ist, dass er keine Schlüsse zieht. Er überlässt die Schlussfolgerungen aus den Widersprüchen dem Leser, dem Hörer sozusagen. Und er zieht nicht eine Schlussfolgerung, von der er sagt, das musst du aber glauben, sondern er überlässt es dem freien, kritischen Geist, die eigenen Schlüsse zu ziehen. Das macht ihn für mich zu einem bewundernswerten Mann in seiner Zeit, in einer Zeit, in der die katholische Kirche und das Papsttum in Rom immer mehr dazu übergehen, jegliche Kritik aus dem Diskurs zu verbannen. Er versucht mit Logos, mit Vernunft, den Glauben zu durchleuchten und eine Wahrheitsfindung zu erreichen. Und die zweite große Errungenschaft Abélards ist eine Verinnerlichung des Gewissens. Man spricht vom 12. Jahrhundert als dem Jahrhundert des Gewissens. Nämlich in dieser Zeit wird etwas erfunden im Abendland, was man die Absicht oder die Intention nennt. Die Jahrhunderte davor und noch lange übrigens auch im Rechtswesen ist es so, man hat eine Tathandlung, man sieht jemanden etwas tun und wie diese Tat beurteilt wird, ergibt sich aus dem Resultat einer Handlung. Aber wenn diese Handlung ein böses Resultat hat, wenn jemand zu Schaden kommt, dann wird der Täter verurteilt. Ganz egal,
aus was für einer Absicht, Intention er es gemacht hat, ob es aus Versehen passiert ist. Das nennt man das sogenannte Akkusationsprinzip. Das ist ein eigenes Rechtsform gewesen. Und Abélard kommt nun dazu zu sagen, das Entscheidende ist nicht das Wie der Handlung, sondern entscheidend ist die Absicht, die ein Handelnder hat. Und wenn jemand in guter Absicht handelt, dann ist die Absicht das Entscheidende bei der Beurteilung der Handlung. Das ist etwas wirklich eine Verinnerlichung der Handlungstheorie, die mit durch ihn gegeben worden ist und die dann sich in späterer Zeit auf vielen Ebenen durchgesetzt hat. Und das wirkt sich diese Vorstellung, dass man eine Tat nicht nach der Erscheinungsform der Tat beurteilen soll, sondern man muss die verborgene Intention, Absicht kennen. Das wirkt sich nun eben auch auf den Umgang mit Sprache aus. Sozusagen, man muss erkennen, welche verborgene Absicht hinter einer ausgesprochenen oder geschriebenen Textstelle steht. Man muss unterscheiden zwischen Rede und Meine, zwischen dem Gesagten und dem Gemeinten. Und das führt nun zur Lösung des Universalienproblems. Abélard bringt eine Lösung dieses Problems, indem er sagt, sowohl ihr Realisten als auch ihr Nominalisten habt Recht und ihr habt beide Unrecht. Wenn man so will, kann man das folgendermaßen sehen. Gott hat in jedem individuellen Menschen seine Vorstellung vom Menschen als Universalie, als allgemeinen Menschen hineingelegt, sodass in jedem Individuum noch bevor dieses Individuum sozusagen auf die Welt kam, die Vorstellung im Geiste Gottes schon existierte, pro rem, vor der Sache. Dann hat das in die Sache hineingelegt, in re, und der Mensch muss nun durch seinen Verstand einen Begriff von dieser göttlichen Vorstellung der Allgemeinheit erwerben, post rem, er muss sich die Sache anschauen, und nach der Sache postrem sozusagen auf das Wesen dieser Sache kommen. Und wenn er großes Glück hat, dann stimmt seine Vorstellung, seine mentale Vorstellung als Mensch mit der Vorstellung Gottes überein. Das nennt man Adequatio Rei et Intellectus, die Übereinstimmung der Sache mit dem Verstand. Das ist eine Lösung des großen Problems zwischen Realisten und Nominalisten, wie es um 1100 diskutiert wurde. Und führt zu einer neuen Denke, die dann in späterer Zeit immer wieder neu angedacht wird. Und man kann sagen, auch im Abendland so immer, in gewisser Hinsicht verinnerlichten Formen der Erkenntnis führen wird. Ich habe mich viel mit Abélard in meinem Leben auseinandergesetzt. Mich hat die Liebesgeschichte natürlich der beiden fasziniert. Ich bin an ihr Grab gegangen mehrmals. Ich habe schon als Studentin Referate über die beiden gemacht. Und mich hat immer begeistert seine Wertschätzung des Intellekts, seine Wertschätzung des wissenschaftlichen Diskurses, seine Bereitschaft dazu, auch Widersprüchliches zu akzeptieren und sich zu fragen, wie gehe ich mit Widersprüchlichkeiten um? Wissenschaftlichkeit beruht auf dem Aufstellen und Akzeptieren von Widersprüchlichen.
Das ist ganz, ganz wichtig. Es gibt nicht nur eine Meinung, sondern der wissenschaftliche Diskurs ist das Aufzeigen von Widersprüchen auch. Und bis heute gibt es auch, kann man verfolgen im Internet, ganz große Befürworter von Abélard und Gegner von Bernhard von Clairvaux. Das ist so ein kleiner Streit, der eigentlich bis heute auch noch immer wieder ausgetragen wird. Und ich mag ihn sehr gern, wobei ich mir ziemlich sicher war, dass er, das wird auch sehr deutlich in seiner Autobiografie, eigentlich ein Narzisst gewesen ist und sehr von sich eingenommen, von seiner intellektuellen Fähigkeit. Hat ihm, wie gesagt, dann auch viele, viele Gegner gemacht. Ganz interessant ist auch die Geschichte, eine Weile kommt er auch nach Saint-Denis, das berühmte Kloster von Saint-Denis. Das ist ja mit das erste, der erste gotische Chor ist unter Suger dort entstanden, also die Gotik in Saint-Denis. Und dieses Kloster Saint-Denis verehrte einen Schutzpatron, den Dionysius Areopagita, auf den sie sehr, sehr stolz waren, der dem Kloster auch viel Geld brachte. Und kaum war Abélard dort, hat er einfach sozusagen wissenschaftlich bewiesen, dass der Schutzpatron, auf den sie sich beriefen, gar nicht in Frage kam für dieses Kloster, was ihm sehr, sehr viele Feinde gemacht hat. Und schließlich muss er sogar eben nach Saint-Gildas-de-Rus in die Bretagne, wo ihm weitere Mordanschläge das Leben schwer gemacht haben. Ein außergewöhnlicher Mann, eine außergewöhnliche Lebensgeschichte, eine außergewöhnliche Leidensgeschichte, ein Mann, der auch zeigen will, dass er Opfer geworden ist und den man auch kritisch beurteilen sollte, aber den ich nach wie vor für einen der größten Denker des Abendlandes halte. Deswegen habe ich diese kleine Autobiografie auch ausgewählt für diese Season.